Ja, hallo, ich bin's, der Dirk. Ich bin jetzt hier in Holland, in den Niederlanden, und zwar in Horst Nord am Parkhotel. Hier gibt's Supercharger von Tesla, die für alle Fahrzeuge freigegeben sind. Ja, was müsst ihr machen? Ihr müsst euch die Tesla-App runterladen. Dort müsst ihr einen Account anlegen mit euren persönlichen Daten, die Kreditkartennummer hinterlegen und bestätigen, und das war's dann eigentlich schon. Dann gibt's auf der Tesla-App, wenn ihr die startet, ganz oben ein Bild, ein Button, da steht nicht Tesla-Fahrzeug laden. Ja, das habe ich gemacht und es funktionierte auch relativ schnell und gut. Mein ID.3 lädt jetzt hier mit ja, 8 bis 9 Kilometer pro Minute. Ja, was ist wichtig zu wissen für Nicht-Tesla-Fahrer? Leider könnt ihr in der App nur Tesla-Ladesäulen im näheren Umkreis suchen. Das heißt, ihr seht also wirklich nur Tesla-Ladesäulen, die im Umkreis von 1 Kilometer sind. Seid ihr jetzt also auf der Durchreise durch Holland oder Frankreich, dann könnt ihr also nicht im Voraus schon gucken, wo ist die nächste Tesla-Ladesäule in zum Beispiel 200 Kilometer. Leider gibt das diese App nicht her. Das ist schade. Aber ich habe da eine Homepage gefunden, die ist zwar nicht interaktiv, da sind aber alle Tesla-Ladesäulen vermerkt weltweit, die für Nicht-Tesla-Fahrer freigegeben ist. Das zeige ich euch jetzt mal. So, das ist diese Homepage, www.tesla.com/ni-NL für das Land halt, also könnt ihr auch FR für Frankreich eingeben, Findus, Fragezeichen. Diesen Link werde ich euch aber dann auch noch mal unten in die Beschreibungsbox mit reingeben. Denn es ist, wie gesagt, für Nicht-Tesla-Fahrer sehr schwer zu sehen, wo sind Ladesäulen, die halt für Nicht-Tesla-Fahrer freigegeben sind. Das ist nicht so leicht zu finden, gerade wenn man auf der Durchreise ist. Mir ist das in Frankreich passiert, wollte ich eigentlich bei Tesla-Ladesäulen meine Ladestops planen, aber da die App das nicht hergab, bin ich erstmal davon abgewichen. Aber jetzt habe ich ja eine Lösung. Ja, ich hoffe, dass auch bald in Deutschland viele Ladesäulen von Tesla freigegeben werden, denn der Preis ist okay, ja, auf jeden Fall günstiger als Ionity. Und die Ladesäulen können in der Regel bis 120 kW. Okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Danke, tschüss.